Damit das für dich, damit du nicht in Schwulitäten gerätst. So, drücken wir mal hier auf Aufzeichnen. Auf diesem Computer aufzeichnen. Mikro noch einmal checken. Samsung, passt. Cool. Lieber Julian, heute soll es ja ganz viel darum gehen, um ins Umsetzen kommen. Okay. Du sagst ja ganz, ganz oft, Motivation ist schön und gut, aber was kommt danach? Ja. Gibt es so einen Spruch, einen Leitsatz bei dir, wo du gemerkt hast, der begleitet dich so ein bisschen oder der hat dich persönlich auch in den Erfolg ins Umsetzen gebracht? Ich antworte da immer, denken Sie groß. Ich finde das nicht schlecht, wenn man sagt, man denkt groß. Man muss ja nicht der Größte von allen werden, aber ich glaube, man sollte mehr als Mittelmaß wollen. Ja, das ist ein Satz, der mich durchaus begleitet. Wie ist das bei dir gekommen, dieses Großdenken? Weil, sind wir mal ehrlich, steht ja immer in irgendwelchen Büchern, denke groß, verdopple deine Ziele. Aber wann ist das so bei dir wirklich angekommen? Wann hast du das für dich so wirklich verstanden? Also ich muss sagen, dass ich da ja jeden Tag immer noch weiter dran arbeite. Ich meine, selbst jemand, der groß denkt, der denkt ja auch wiederum nur kleiner als jemand, der tatsächlich richtig groß denkt. Also da gibt es ja verschiedene Kategorien. Und man muss mit der Persönlichkeit mitwachsen. Ich glaube, das ist eine Sache, die viele vergessen. Ich unterhalte mich mit vielen Leuten, die sagen, ja, da bin ich mega zum Erfolg gekommen und hatte ich auf einmal Geld ohne Ende und Anerkennung ohne Ende etc. Und meine Persönlichkeit war aber noch nicht auf demselben Level und deswegen habe ich alles wieder verloren. Diese Stories gibt es ja oft. Und ich versuche das immer einigermaßen in Balance zu halten. Ich habe das vorhin in einem Gespräch gehabt. Führe mir immer wieder vor Augen, dass wir jeden Tag sterben könnten. Und wie traurig ich doch wäre, wenn ich in meinen letzten Sekunden dann irgendwie Reue empfinden würde, weil ich gesagt habe, ah, jetzt habe ich die Yacht doch nicht gechartert, jetzt bin ich doch nicht mit dem Jet geflogen, jetzt habe ich doch nicht das und das erreicht, jetzt habe ich doch nicht das Unternehmen gegründet und all solche Sachen. Ne? Und also ich möchte wenig bereuen. Ich möchte möglichst feiernd von dieser Welt gehen, ja? Dass ich wirklich richtig viel umgesetzt habe. Mich persönlich motiviert das halt. Also ich persönlich sage halt, ich möchte alles auskosten, was es gibt und was ich gerne möchte. Und wie andere das machen, ist mir ja wurscht. Aber das ist halt so das, was mich motiviert. Dieses Ende auch sich bewusst zu machen, dass das hier alles, das ist keine Generalprobe, sondern das ist alles ultimativ. Und wenn der Vorhang gefallen ist, dann ist vorbei.